In den Sondierungen von Union und SPD für eine neue, große Koalition gibt es ersten Zoff. Uneinigkeit herrscht laut der Nachrichtenagentur Deutsche Presseagentur vor allem in der Steuerpolitik, über die am Dienstag beraten werden soll. Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45% ab, wie am Montagabend aus Verhandlungskreisen verlautete. Die SPD mokierte sich wiederum darüber, dass der CDU-Unterhändler und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet die Einigung seiner Arbeitsgruppe zur Energiepolitik öffentlich gemacht hatte. Die Sondierer haben eigentlich Vertraulichkeit vereinbart. Mit Konflikten war zwar gerechnet worden. Jedoch hatten sich die Unterhändler an den ersten beiden Sondierungstagen am Sonntag und zunächst auch Montag bemüht, zumindest nach außen hin das Augenmerk nicht auf die umstrittenen Themen zu richten. Spitzensteuersatz soll später greifen. Beim Spitzensteuersatz soll die schrittweise Erhöhung um 3 Punkte nach SPD-Vorstellung als Ausgleich für Pläne dienen, ihn erst bei etwas höheren Einkommen greifen zu lassen, wie es weiter hieß. Demnach soll er statt bei knapp 55.000 Euro künftig erst ab 60.000 Euro Jahreseinkommen fällig werden. Zugleich wurde in den Verhandlungskreisen darauf hingewiesen, dass von dieser Verschiebung viele Angehörige der Mittelschicht wegen steigender Mieten und sonstiger Lebenshaltungskosten nicht stark profitieren würden. Umgerechnet würde der Satz dann bei einem Einkommen von knapp 5.000 Euro monatlich greifen. Gleichzeitig wurde verneint, dass es erheblichen Handlungsbedarf bei der Erbschaftssteuer für Privatpersonen gibt. So gilt derzeit für Kinder und Enkelkinder bereits ein Freibetrag von 400.000 Euro. Für Ärger bei der SPD sorgte Laschets Bekanntgabe einer Einigung seiner Energiearbeitsgruppe. Inhaltlich war zuvor bereits durchgesickert, dass sich Union und SPD vom deutschen Klimaziel für 2020 auch offiziell verabschieden wollen. Laschet sagte dann am Abend bei einer IHK-Veranstaltung in Düsseldorf, anders als in den Jamaika-Sondierungen mit Grünen und FDP sei das Thema mit der SPD nicht strittig gewesen. Die Sondierer hatten eigentlich vereinbart, dass am Ende jedes Verhandlungstages nur ein Vertreter der jeweils gastgebenden Partei eine Erklärung abgibt. Kurz vor Laschet war Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Große-Brömer, CDU, aufgetreten, hatte sich inhaltlich bedeckt gehalten und lediglich betont, es ist nichts vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist. Darauf verwiesen die Sozialdemokraten, in der SPD herrscht Erstaunen darüber, dass ein professioneller Verhandler wie Armin Laschet sich nicht an diese Regel hält, sagte ein Parteisprecher. SPD plant härtere Gangart. Laut der Passauer Neuen Presse bereiten die Sozialdemokraten sich auf eine härtere Gangart gegenüber dem Kanzleramt vor, sollte es zu einer Koalition kommen. Unter Federführung des Auswärtigen Amts von Sigmar Gabriel werde ein Maßnahmenkatalog mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für den Fall einer fortgesetzten Zusammenarbeit mit der Union erstellt, um Negativerfahrungen der letzten Legislaturperiode zu vermeiden. Als Negativbeispiel wird darin unter anderem die sogenannte Frühkoordinierung genannt, wonach Gesetzesvorschläge der SPD-Ministerien schon im Frühstadium mit dem Kanzleramt sowie mit der Unionsfraktion abgestimmt werden mussten.